Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Heute sind wir unterwegs in Moers, in der Altstadt, am Schloss und im Schlosspark. Viel Spaß dabei! Im Zentrum von Moers befindet sich die Altstadt, das Schloss und ein wunderschöner Schlosspark. Aufgrund der Lage im Norden der Rheinschiene und im Westen des Ruhrgebiets wird Moers auch die Drehscheibe am Niederrhein genannt. Moers ist die größte Stadt Deutschlands, die weder kreisfrei noch Sitz eines Kreises ist. Die historische Altstadt von Moers wurde von den 60er Jahren bis in die 80er Jahre hinein saniert. Hier befinden sich wunderschöne alte Gassen und liebevoll sanierte, restaurierte Häuser. Cafés, gemütliche Restaurants und Gastronomie laden überall zum Verweilen ein. Die Altstadt befindet sich unmittelbar an der Fußgängerzone. Bei Sonnenschein kann man an der frischen Luft wunderbar bummeln oder draußen sitzen und etwas Leckeres genießen. Von der Altstadt aus zu Fuß erreichbar befindet sich auch das Moerser Schloss mit dem Schlosspark. Heute befindet sich in dem Schloss das Grafschafter Museum und das Schlosstheater. Im Grafschafter Museum bekommt der Besucher eine Übersicht zur Geschichte des Schlosses und über die Kultur und Geschichte der Region. Das Schlosstheater Moers ist ein Theater mit mehreren Spielorten. Das kleinste Stadttheater Deutschlands wurde 1975 gegründet. Der Schlosspark und die Wallanlage wurden bereits im 17. Jahrhundert erfasst. Der Park mit dem alten Baumbestand, den geschwungenen Wegen und den freizügigen Wiesenflächen lädt zur Entspannung und zur Erholung ein.